Hi Ladies, Steffi hatte mich nach einem Business Outfit gefragt, sprich ein Etui-Kleid mit Jacke. Und das Schwierige dabei war, sie hat verlangt, sie sexy rüberkommen zu lassen, aber trotzdem seriös. Und ihr könnt euch bestimmt gut vorstellen, dieser schmale Grat zwischen seriös und sexy ist nicht sehr groß. Aber nach etwas längeren Recherchieren habe ich, denke ich mal, ein Outfit für sie und für euch zusammengestellt, was, denke ich mal, genau passt. Aber noch eins zuvor, wenn ihr die Bilder größer sehen wollt, alle Links, alle Tipps und mein Geschenk, dann klickt einfach hier auf die Bilder drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alles, was ihr dazu benötigt. Bei diesem Etui-Kleid sticht sofort ein Maß heraus. Die Spitze, denn die kompletten Ärmel und der Brustbereich ist komplett aus Spitze gemacht und das ist genau hier diese Note, was extrem sexy wirkt. Und damit es aber nicht zu sexy wirkt, ist dieses Kleid sehr hoch geschnitten, also sprich hinten und vorne ist kein großer Ausschnitt und das Kleid ist quasi knielang, dass ihr gerade so genug Bein zeigt, dass es noch sexy wirkt, aber auch seriös. Und allein dieses Kleid schon so ist, wenn man es nur so tragen würde, schon ziemlich genau in dieser Waage. Aber ich finde, es fehlt einfach wirklich noch die Jacke, denn wenn der große Boss mal kommt, dann braucht man einfach einen Bläser dazu, dass das Ganze nochmal ein Ticken seriöser wirkt oder schrägstrich gerade durch die Spitze, denn wenn man abends unterwegs ist oder so, halt nicht kalt wird. Da empfehle ich euch, so einen einfachen Blazer dazu zu wählen. Der Stoff, den ich hier extra dafür ausgewählt habe, ist ein ganz normaler Stoff, also nichts 08, also ja, ja gut, nichts 0815, aber normaler Stoff, denn der passt zu diesem Kleid perfekt. Da braucht ihr nichts Extravagantes oder irgendwas draufzulegen. Die Jacke soll einfach so für sich sprechen und in meinem Fall, was ich jetzt hier rausgesucht habe, passt der Stoff perfekt zum Kleid, dass wenn ihr die Jacke anhabt, man automatisch denkt, dass es ein Komplett-Outfit ist oder schräg, dass es einfach zusammengehört. Und somit ist auch einfach mal die Seriosität gewahrt. Und wie will man das Ganze jetzt noch ein bisschen seriöser machen, dass man sagt, okay, man hat jetzt wirklich ein wichtiges Meeting mit einer richtig guten Handtasche von Michael Kors. Jeder, der Michael Kors kennt, weiß, von was ich jetzt spreche, denn so eine Handtasche ist zeitlos, die wird auch in 5 Jahren noch in sein und mehr braucht man als Handtasche eigentlich gar nicht zu haben, denn so eine Handtasche passt A zu sehr, sehr vielen Outfits und kann man eigentlich zu jeder Gelegenheit tragen, denn durch das Zeitlose ist es für seriöse Anlässe oder wenn man auf Party geht, genauso geeignet. Deswegen must have Michael Kors so eine Handtasche. Aber jetzt sind wir vielleicht schon wieder ein bisschen zu seriös mit der ganzen Jacke und Co. Wie machen wir es wieder nochmal einen Ticken sexier, dass man wirklich denkt so, jetzt ist es perfekt. Natürlich mit einer solchen Sandtalette, denn es hat einen 11,5 cm hohen Absatz und zeigt sehr, sehr viel Fuß, aber nicht zu viel durch diese zarten Riemchen. Und dadurch, dass die Sandtalette so hoch ist, werden eure Beine automatisch nochmal so schön gestreckt. Eure Waden kommen richtig schön zur Geltung und ich könnte fast wetten, das bringt euch nochmal locker optisch ein paar Kilo raus, damit man denkt, boah, alter Schwede, heiß, aber wieder seriös, denn wenn man es komplett anschaut, ist es ein Komplett-Outfit, was perfekt passt. Viele würden jetzt vielleicht sagen, es ist vielleicht zu dunkel, aber ich habe das Kleid jetzt für dieses Outfit für Steffi gemacht und sag mal so, sie arbeitet bei Daimler, da muss man doch, da gibt es so einen Dresscode und da ist das einfach so. Man kann natürlich das Ganze dann auch noch mit anderen Accessoires ein bisschen aufpeppen, aber für ihre Verhältnisse ist dieses Outfit perfekt geeignet und ich hoffe natürlich für euch da draußen auch. Wenn ihr genauso wie Steffi so ein perfektes Outfit für euch zugeschnitten haben wollt, dann nutzt einfach unterhalb vom Video die Kommentarfunktion und schreibt mir so detailliert wie möglich, auf welche Events ihr demnächst geht, wo ihr ein Outfit braucht, was genau passt. Oder wenn ihr jetzt
sagt, ich habe eine Kleidvorstellung, aber wisst nicht, wie ihr was kombinieren sollt, dann ab damit in die Comments und wer weiß, vielleicht ist morgen schon das nächste Kleid genau dein Outfit. Und wenn ihr solche Outfits nicht verpassen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales natürlich bis zu 70%, verspreche ich euch, dann abonniert mich hier oben einfach auf meinen Kanal und verpasst in Zukunft kein einziges Video mehr und die kompletten Outfit-Tipps dazu, denn A, ihr könnt richtig gutes Geld sparen dabei und richtig gut aussehen zusätzlich. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Outfit und schreibt mir eure Kommentare.